Aus der Drohnenperspektive sind die Weltkriegszeugnisse nicht auf den ersten Blick erkennbar. Etwas versteckt im Niemandsland zwischen Moskau und der Ukraine liegt in Podmaslowo das erste und wohl auch einzige private Panzermuseum Russlands. Vor 5 Jahren waren die 5 Exponate noch Bestandteile eines gewaltigen Schrotthaufens auf dem Landsitz von Alexander Frolov. Ich bin ein Panzermann und Panzeringenieur. Ich weiß, wie und warum Dinge funktionieren. Ich versammelte ein Team von 4 Anwohnern um mich und habe sie angelernt. Nach 5 Jahren waren wir alle Profis für Frontwaffen. Doch in Podmaslowo können nicht nur die insgesamt 5 restaurierten Panzer vom Typ SU-100, T-70 oder T-34 bestaunt werden. Auch 300 andere Militarier wurden aufbereitet. Hier können die Leute den Krieg im Wortsinn anfassen. Mit den Händen die Einschusslöcher spüren, die zerbrochenen Helme, die Geschütztürme. Nur hier kann man nachfühlen, welche Art von Krieg das war, wie schrecklich und blutig der Krieg war. Alle Fundstücke stammen von Ausgrabungen im Gebiet zwischen Podmaslowo und Brest in Belarus. Frolov verleiht seine Exponate auch, wenn ein sachgerechter Transport garantiert wird. Sein Motiv, die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg auch für kommende Generationen zu erhalten.